Hi Google Moll, nächste Folge World of Tanks. Hallo, ich bin Mr. Ecke. LP. Wohlgemerkt. LP. Bitte nicht vergessen. Mal die Höflichkeitsform. Mr. und dann der Name Ecke. Und dann der Titel LP. Mr. Ecke Let's Play. Schon mal komische Vorstellung. Dr. Titel oder so wäre logischer, aber... What of M? What the... Was auch immer. Wir spielen ISU mit Ofenrohr. Yeah. Wir gehen ein bisschen Brötchen verschießen. Boah, wieso Brötchen verschießen? Verdammt, wie komme ich auf... Ne. Gott. Kann ich nicht mehr klar denken. What the fuck? Ist jetzt... Nein! Scheiße! Juhu! Wieder am Spielen! Yeah! 1 Minute und 3 Sekunden nach dem Aufnahmestart. Wahnsinn! Hätte ich nicht erwartet. Ah, Mann. Da crasht mir. Das behinderte Game. Und jetzt... ja, jetzt sind wir wieder da. Ich meine, wieso sollte auch das Schicksal auf meiner Seite stehen? Natürlich schmiert das Spiel genau dann ab. Ich habe das vielleicht jetzt das 500. Mal in meinem Leben gestartet. Es kommt sogar sehr realistisch nah. Naja. Aber natürlich bei diesem einmal crasht das. Was heißt das? Ich habe das Spiel gestartet und schon zwei Aufnahmen gemacht. Natürlich bei der dritten. Warum auch? Warum ist es abgestürzt? Hell yeah. Ich habe gesehen, dass auf dem Video da ja, da war ich blieb der Bildschirm da stehen. Da war ja da eingefroren, wo gerade noch dieses Ladesymbol war. Wenn man ja auf ins Gefecht klickt, dann kommt ja dieses komische Ladesymbol und da steht so Lade oder so, was auch immer. Ja, da blieb das Ding stehen, aber bei mir blieb es beim Ladebildschirm stehen. Hä? Wie soll ich das sagen? Da, wo schon eigentlich das Team dann so hier, genau wie jetzt, so in dieser Liste aufgereiht ist mit diesem Hintergrundbild von der Map. Da blieb es hängen. Die Spieler wurden nicht in der Liste angezeigt, da war einfach gar nichts. In der Liste war leer, nur die Striche waren da oder so. Ja. Interessiert da keine Sau, warum erzähle ich das? Wir müssen natürlich hier wieder rumcampen und es sind 3 Minuten, nicht mal 3 Minuten vom Spiel gerade vergangen. Und ich habe schon ein Drittel von meinem Team verloren. Awesome. Awesome. Ich meine, wieso auch? Wieso sollte ich gewinnen? Das haben wir in der letzten Folge auch hart diskutiert. Und damit gehen wir jetzt zum Bundesverwaltungsgericht. Warum eigentlich dahin? Oh, das war gerade cool, dass wir den getroffen haben. Yeah! So viel darf ich auch noch machen. Leute treffen auf 300 Meter. Oder... Was schätzt du so? 300, 400? Fahr auf, was 500. Awesome! Und du, die 28 Prototyp, du bist präziser als ich, du kannst gar nichts. Ich bin so stolz auf mich. Und er sagt, next noob. Commando. Was machst du? Gar nichts. Ich habe so eine fette, stummelige Ofenrohr. Mit der du auf 100 Meter keine Maus triffst. Ich fühle mich so nützlich. Das ist Wahnsinn. Mir kommen die Tränen. Im Ernst, mir kommen die Tränen. Das klingt voll überzeugend. Finde ich auch. Tut sie noch was? Ja, oder so. Fragt mich nicht, warum wir ein Heavy im Spielmodus Angriff haben, der bei uns campt. Und wir eigentlich verdammte Scheiße da angreifen müssen. Und er bei uns campt. Wie er sagt, Panzer, wir dürfen das.
Und der als Heavy hat sich zum Jagdpanzer degradieren lassen. Ein Indienpanzer. Okay, das tat ihm vielleicht weh. Berechtigt. Ah, aber immer... keine Ahnung, warum treffen wir die Panzer während der Fahrt? Was ist... so cool, wenn wir KV-1 getroffen hätten. Wer Orschem? Tiger 2, wieso sollten wir auch irgendwo durchkommen? Entschuldigung, ist noch von der Erkältung. Uwe? Warum kommen wir auf einem... warum kommen wir hier auf einmal überall durch? Was ist da kaputt? Der T28, der hat gerade nichts drauf. Gar nichts. Und ich halte hier meinen Kopf hin. Verlieren werden wir jetzt sowieso. Von daher ist es, spielt keine Rolle, ob ich jetzt verrecke oder nicht. Hallo Indienpanzer. Natürlich. Unser Benzintank befindet sich hinten. Wo werden wir getroffen? Vorne und Benzintank ist getroffen. Na, Indienpanzer. Was hast du jetzt vor? Mir ein Blow-up verschaffen, mich anzünden? Ja, okay, anzünden kann sein. Wenn ihr das jetzt im Hintergrund hört, dieses laute Rumgeklacker oder so, das ist das Kaninchen meiner Schwester, ist. Trinkt. Der Flasche. So hört sich's an, wenn ein Kaninchen an der Flasche nuckelt. Und ich hab Angst. Oh, ich bin gesichtet. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Hallo Indienpanzer. Du kannst gar nichts. Bam! Okay, das ist Pech. Hallo. Okay, das war Pech. Verdammte Scheiße. Was auch unser IS-3, er steht da immer noch. Und konzentriert sich. Hatte echt überhaupt nichts. Good morning, Basecamp Boss. Wake up! Gott, das kann ich mir nicht mit anschauen. Zurück in die Garage. Klacker, klacker, klacker. Im Hintergrund da klackert. Sie haben ihr Passwort in den letzten 30 Tagen nicht geändert. Lutsch mir die Eier. Wir spielen mal was Witziges. Wir spielen mal den T7. Hey. Hey! T57. Joho, Bottom Tank. Yeah. Hey. Mr. 6666. Den habe ich glaube ich schon mal gesehen. Das fällt auf, wenn er einen Kill macht, dann ist rechts unten die Leiste voll. Mit der Kill-Benachrichtigung. Ich kann mittlerweile nach der dritten Folge nicht mal so reden. Ist mir aufgefallen. Weil ich nur rede, rede, rede. Und Bäuerchen mache. Wo stellen wir uns hin? Los geht's! Oder wir machen einfach einen Panzerjäger-Modus. Wie Transformers. Panzerjäger-Modus activate. Kabam! Das hat sich gelohnt. Glaub mir. Oh, T70, wie kritisch. Leider nicht getroffen. Ein BT-7. Oh, irgendwas schießt auf uns. Hä? Was? Wie hat er... hä? Wie soll hat er das geschafft? Ich meine, ich habe noch alle meine HP und mein Kommandant ist verwundet. Hä? What the fuck? Junge! Was ist da kaputt? Oh, natürlich. Machen wir gar nichts an ihm. Da ist der 1T, der unseren Kommandanten ausgenommen hat. Bastardo.
Ah! Revenge! Revenge! Oh, 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 Arti! Dicker! Hooray! Zu weit nach vorne gezielt, Blob. Oh, fuck. Verdammt. Aha, Bounce. Okay, das war kein Bounce. Und dort. Das war's für uns. Los hier. Oh, der macht reichlich Schaden, muss ich sagen. Ja. Wir haben uns wieder mal äußerst produktiv angestellt. Heul, heul, heul. Also ich verliere irgendwie immer mehr die Motivation. Weiter zu socken. Was spielen wir? Komm, wir spielen mal Antigua 2. Dein T-Shirt Sweet haben wir längst nicht mehr gespielt. Feuer zufolge. Das macht dann zeitlich gesehen halbe Stunde aus. Ungefähr. Dang it, ich bin müde. Das darf nicht sein. Ah, man, erstmal so eine richtige Sitzposition finden. Nein, ich bin gerade nicht beim Sex. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einfach mal im Wald sitzt und euch irgendwie dauernd die eine Sitzposition irgendwie zu... Ich glaube, das richtige Wort ist ausgelutscht. Nein, ich bin immer noch nicht beim Sex. Ist. Und ihr einfach Beine überkreuzen oder was weiß ich, 90 Grad nach links drehen. Wer macht das eigentlich schon? Ich drehe mich jetzt 90 Grad nach links. Nee, aber euch irgendwie dreht oder so. Ich hoffe, es kennt ihr. Wenn nicht, dann bin ich einsam. Und verlassen. Und alleine. Auf Stichwort, ich bin alleine jetzt auf der rechten Flanke. Omix 1390, den wollen wir empfangen. Kommst du? Hallo. So, guys. What up? Da fahre ich jetzt nicht alleine hin. Ihr könnt mich mal am Sarg lutschen. Come on. Drive, drive, drive. La 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 la. Malzbierfässer. Nein, kann man. Verdammt. Scheiß Weinfass. Du darfst auch nicht leben. Malzbier ist die göttliche Soße. Milch nicht mehr. Wir nehmen jetzt hier direktere Wege. T30, kommen wir eh nicht ran. Was haben wir noch? Da, ein T-Shirt 2. Der ist natürlich auch hinter einem Stein. Ich stell mich gerade nur so ein bisschen richtig für Sidescrapen hin. Was ist effektiv? Nicht, dass ich zu schräg stehe und die an meiner Seitenpanzerung durchkommen. Nein, wir fahren nicht weiter vor, wir fahren durch den Fluss. Wir werden nur höchstwahrscheinlich von links und von rechts flankiert. Was unser sicherer Tod ist. Das ist mein Scheißegal. Oh, warte, warte, warte. Ich hätte eine geile Idee. Screenshot. Warte, Kanone ist so weit oben. So. Das sieht geil aus. Ne? Druck. Druck. Yeah. Awesome, du bist ein super Model. Panzer als Model.
Komm her. Zack. Hä? Really? Why? Why? Aua. Zeig doch, why? Scheiß, es ein 50. Ding. Ich bin so alleine. Und unsere Heavys. Warum campen auf einmal so viele Heavys rum in den ganzen Games? Ich kapiere das nicht. Wow. Du bounce bei mir, ich komme weiter durch. Ich penetriere dich so hart. Sogar da oben. Ich bin so geil. Ich bin so geil drauf, dich nochmal zu penetrieren und dich zu töten. Ziemlich schwere Vorstellung, aber... In... Mein Panzer fand natürlich. Da fühlt sich vielleicht jetzt gerade richtig abgefuckt. Und jetzt ist er noch ein One-Hit. Plop. Natürlich kommt er von da hinten bei uns durch, wo wir nur... Lol. Der kommt echt am Rand durch. Von vorne. Fühlt man sich doch... leicht. Aua, verarscht. Natürlich trifft uns die Arti auch. So, der Medium kommt jetzt irgendwie von vorne und schießt uns an die Unterwanne blitzschnell und wir sind tot. Die Arti stalkt uns weiter. Tralalala, Potskan ab hier, da, was auch immer. Was auch immer er geschluckt hat, ich will's doppelte. Komm her, Typ 61. Challenge accepted. Kommt jetzt doch von hin. Challenge accepted. Hey, auf meiner Flanke bewegen sich mal die Heavys. Wow. Awesome. Ich bin gerettet. Oh, unser Scout, der macht seinen Namen vielleicht doch mal aller Ehre. Awesome. Wo ist der Typ 61 hin? Das macht mir Angst, der ist nicht zu sehen. Oh. Yo. Da ist er. Verkriecht sich natürlich. Jetzt können wir ruhig rüberfahren. Wir haben nur noch Arti rumgammeln. Also den ist der Tiger 2, ist der Typ 60. Das heißt, uns kann er weniger eine Arti flankieren. Oh, Typ 61, Rache. Letzter Schuss. Rache. Hier ist frei, ich habe dein Leben gerettet. Hättest du ihn gerammt, hättest du ihn zwar gekillt, aber du hättest dich auch gekillt. Also ich danke, ich habe dich gerettet. Diese undankbaren Spieler. Trolla, trolla. Also was ich glaube, die eine Arti ist da. Oder auch nicht. Hey, ein Arti. Arm X in die Fresse. In die Phrasen. Und erst... Bist du zu doof zum Ziel? Hi, Essie. Ich wette, wir werden jetzt von der Dingens rausgeholt. Von der anderen Arti? Kann sein. Welche ist gerade dabei, sich selbst umzubringen? Fährt an Stein und lädt HE. HE letzte sowieso. Ich schlafe Stein. Mach den Arm X fertig. Hätte das sein können.
Chichi. Yeah. Uhu. Und wieder mal hat Ecki die Welt gerettet. Bam, badadadam, dadadam, dadadam, bam, bam. T34, Kette-Kette-Funker. 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 Hey, wir sind mal Beste. Vielen Dank. So, ey, wir haben wieder Plus gemacht. Yeah. Ich werde immer besser. Oh, Verzeihung. So, aber diese Folge endet jetzt auch an dieser Stelle. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es ist so traurig, ich muss jetzt wieder gehen. Ja. Naja, schön, dass ihr dabei seid. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, share das Video, was auch immer. Macht damit, was ihr wollt. Aber, was soll ich jetzt sagen? Egal. Ich hoffe, wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge. Jetzt bei World of Tanks. Bis dann. Tschüssi.